Am Zürichsee beginne ich den Stadtrundgang durch Zürich. Zürich ist die größte Stadt der Schweiz. Ist auch die Hauptstadt des gleichnamigen Kantons. Für dieses Haus sahen die Einheimischen das Weiße Schloss. Es ist immer noch ein rotes. Dass das Bad noch in Betrieb ist, weiß ich nicht. Doch, das scheint noch intakt zu sein. Das Flüsschen, wo ich hier entlang gehe, das heißt Limmat. Das ist hier praktisch der Ausfluss vom Zürichsee. Das ist das Stadthaus. Jetzt ist das Stadthaus noch mal besser im Bild. Die Kirche mit den markanten Türmen, das ist Großmünster. Und das ist Frauenmünster. Wie man sieht, ist das Wetter jetzt nicht so berauschend. Ist ja mal ein großes Zifferblatt. Es gab hier auch eine Stadtführung. Die ist mir aber zu viel stehen geblieben. Was einen interessiert, kann man ja nochmal nachlesen. Etwa 420.000 Einwohner hat die Stadt. So eine enge Gassen, das gefällt mir. Zürich ist ja eine Stadt der Großbanken und hier gibt es rundherum eine ganze Menge. Es gibt ja auch viele noble Cafés oder Restaurants. Hier sind wir an der Kirche St. Peter. Hier auf der linken Seite gibt es drei Kirchen in der Altstadt. Die Ziffernblatt ist 8,64 Meter. Ist das größte Turmuhr-Zifferblatt der Welt. ...1706 im barocken Stil geweiht. Liegt auf einem kleinen Hügel, nicht weit vom Lindenhof.
Hofterrasse. Hier auf der Terrasse war früher mal die Kaiserpfalz. Zu der Römerzeit gab es hier schon eine Zollstation und ein Kastell. Von hier aus hat man ja einen herrlichen Blick über die Stadt. Unterhalb ist ja die Limmat, ein Flüsschen. Es gibt noch ein zweites Flüsschen durch die Stadt, das heißt Sihl. Und die fließen dann in die Aare. Und die Aare in den Rhein. Die Reste von der römischen Stadtmauer sind noch erhalten. Schade, dass noch nichts blüht, noch nicht viel. Nehme ich zurück, da blüht doch was. Wenn man so sieht in den Geschäften, da leben wir ganz schön teuer. Wenn die hier Doppelte verdienen, dann geht das ja noch. Bin ich jetzt wieder im Bankenviertel. Das ist doch mal ein sehr schönes Haus. Auffällt, hier gibt es die gleichen Geschäfte wie bei uns. Hier gibt es ja eine ganze Menge Kaufhäuser. Lass mal gucken, dass ich oben irgendwo auf eine Terrasse raufkomme. Hat hier klappt, wie man sieht. Das Wetter scheint jetzt auch besser zu werden. Das ist eine der Haupteinkaufsstraßen, die Straße geht runter zum Bahnhof. Thank you.
kann man den Hauptbahnhof ja schon in der Ferne sehen. Das ist der größte Bahnhof in der Schweiz. Eröffnet wurde der 1847. Wenn der Bahnhof schon mal da steht, dann hier auch mal reingucken. Dieses schlossartige Gebäude, das ist das Landesmuseum. Der Park hier ist der Platzspitzpark. Hier kommen die kleinen Flüsschen zusammen. Ja, viel sind es gerade nicht, die Blümchen hier, aber man freut sich ja auch schon ein wenig. Das scheint ja hier der Musikpavillon zu sein. Das Gebäude hier ist von 1898. Natürlich, wo Wasser ist, werden auch Schiffreisen angeboten. Einmal hier über den Fluss und zum anderen mal über den See. Ich glaube, die Firma kennt jeder. Nicht weit von hier geht es auch rauf zu dem Hausberg. Irgendwo hier kann man 870 Meter rauffahren auf den Uliberg. At next more.
gibt es quasi auf jeder Seite eine Altstadt. Sieht doch toll aus mit den weißen Blüten. Nicht weit von hier ist der Rechberggarten. Ein sehr schöner Barockgarten der Stadt. Die breite Brücke ist die Rathausbrücke. Normalerweise wollte ich den kürzesten Weg zu dem Barockgarten gehen, aber das ist immer wieder schöne Ecke. Und hier gibt es auch wenig Autos in der Altstadt. Hoffentlich springt ihr denn in eine Tellerin. Im Sommer ist die Ecke hier bei Touristen sehr beliebt. Jetzt bin ich auf dem richtigen Weg zum Barockgarten. Da muss man sich den Stadtplan schon zweimal anschauen, damit man sich nicht verläuft. Straßenseite ist jetzt schon das dazugehörige Palais. Ziel erreicht, hier endet auch der erste Teil.
dann, bis zum zweiten.